Hallo, herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nails. Wir haben ja 8 neue Magnetgele. Diese 4 hatten wir schon vorher. Diese 4 sind jetzt ganz neu gekommen und mir hat die Marianne und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es noch war, irgendwer hatte mich noch gefragt, ich sollte die doch mal auftragen. So, jetzt habe ich die hier alle schon mal auf Pops gemacht. Ich habe hier noch ein paar One-Stroke-Farben, haben wir auch noch. Und hier sind die Spider-Gele. Kann man gar nicht sehen, ne? So, da. Das sind die Spider-Gele. Dann habe ich so ein paar Variationen schon gemacht, aber ich bin noch nicht ganz durch, weil ich hatte noch nicht so viel Zeit. Da habe ich zum Beispiel eine Variation gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt wirklich gesehen hat. Ich werde die jetzt mal auftragen und dann werde ich auch, so wenn ihr dabei seid, euch mal so ein paar Kombinationen machen. Und halt auch verschiedene Arten, wie man das halt mit den Magneten machen kann. Die zeige ich euch jetzt. So, und hier habe ich jetzt meine ganzen neuen Farben. Ich habe jetzt den Lackierpinsel genommen. Also für die Magnetos könnt ihr auf jeden Fall den langen Lackierpinsel nehmen. Und ich habe jetzt den genommen für dunklen Schimmer. Damit kann ich alles auftragen. Hell natürlich eher so ein bisschen suboptimal, aber naja, die hellen, die... Also bei den hellen Magnetfarben müsst ihr daran denken. Ich zeige euch die nochmal hier. Die habe ich, also das sind die Kombinationen. Das ist das helle, das sind die neuen Color Culture Farben. Da kommt übrigens noch ein neues Rosa zu. Das ist das, das habe ich hier. Das ist das Purpurina Rosa. Das hier, das ist auch richtig schön. Guck mal. Hammer. Da habe ich auch schon Bilder von gemacht. Bei Instagram kann man die sehen und bei Facebook habe ich die auch. So, und hier sind jetzt die neuen Magnete. Und das Problem sind einfach die Pigmente in den hellen. Wir haben ja unsere Farben auf jeden Fall KVO zugelassen. Heißt, die sind in Europa erlaubt. Und wenn ihr zum Beispiel Magnetgele habt, die extrem bewegbar sind, also die große Magnetpigmente haben, so hat mir das jetzt mein Chemiker erklärt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die nicht KVO-konform sind. Also das, was an Magneten zugelassen ist, an Magnetpigmenten, das haben wir jetzt hier. Ich werde noch, in Zukunft werden wir noch viel mehr Farben bekommen, aber wir fangen ja immer, wir fangen ja klein an, ne? Also 8 Farben finde ich schon jetzt ganz schön viel. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel das helle, das ist das, das müsste La Luz de Oro sein, denke ich mal. Ja, ganz bestimmt ist das La Luz de Oro, ja, genau. Und das helle, da die 47, da so Orsa Claro, das ist auch, da sieht man jetzt diesen Magneteffekt nicht ganz so doll. Aber man sieht ihn. Und es gibt halt auch Liebhaber, die das richtig toll finden. Man kann eigentlich schon herrlich sehen, diese Farbe habe ich schon ein bisschen länger. Das ist Azul, die ist schon halb leer. Die wird ganz schön gebraucht hier. Also ich beginne jetzt mit, also nach Nummern aufsteigend, 6 mal 37, 3, wie, genau. Wir fangen an mit der 3, Azul Violetta. Ich trage natürlich jede Farbe zweimal auf. Einfach, weil ich dann den Effekt viel besser sehen kann, ne? Klar. Und da passiert das dann direkt, dass man rumsaut. Also die decken schon ganz schön gut, finde ich. Dann mache ich weiter mit Azul, das ist das Blau. Das war ja das, was ich bei Judith bei dem letzten Refill, glaube ich, gemacht habe. Da habe ich das ja mit Matt und mit Steinchen gearbeitet. Natürlich dürft ihr die Farben nicht zu dick auftragen. Immer ganz wichtig, zu viel Farbgel ist nie gut. So, dann haben wir Anthracita.
Nummer 13, das ist auf jeden Fall was für Veronika, die mich da schon gefragt hat. Man sieht das eigentlich, wenn man die Farben aufträgt, sieht man das nicht so richtig, dass das schwarz wird. Aber wenn die Magnetpigmente bewegt werden von dem Magneten, dann kommt das Schwarz durch. Also das Grau, was man jetzt hier sieht, das sind die Magnetpigmente. Und durch das Dranhalten des Magneten taucht dann die andere Farbe darunter auf. Das hier ist ein mega Rojo ist das. Rojo heißt Rot auf Spanisch. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Diese Serie hat ja spanische Namen. Wenn man die letzten Color Culture, ich glaube, die letzten Color Culture haben auch spanische Namen bekommen. So, das härte ich jetzt einmal aus. Die schiebe ich jetzt ein bisschen zurück. Und jetzt kommt Verde. Das habe ich heute bei einer Kundin gemacht. Mega. La Luz de Oro haben wir hier. Dann Compardo. Also die Spanier unter euch lachen mich bitte nicht aus. Das ist Rosa Claro. Claro. Rosa Claro. Mann. Knoten in der Zunge. So, jetzt trage ich zuerst Verde auf. Mega, 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 mega. Da haben wir auch keinen Strich gemacht bei der Kundin. Das werde ich gleich noch bei Instagram posten. Ich musste leider bei der Kundin einen Finger weniger machen, weil die ins Krankenhaus geht nächste Woche. Und der Anästhesist wollte einen nackigen haben. Deswegen taucht der bei dem Foto nicht auf, der Finger. Aber schön. Verde heißt eigentlich grün, aber es ist ja mehr ein Blaugrün. Ne? So, dann haben wir La Luz de Oro. Ist halt so ein heller Ton. Sieht auch ganz, ganz toll aus. Einfach nur pur aufgetragen. Ganz, ganz, ganz toll. Ich mach das mal hier mal ein bisschen mehr ins Bild. So, jetzt habe ich ja nicht rumgesaut. Jetzt mache ich sofort meinen Pinsel wieder sauber. Dann versaue ich mir auch nicht die Farbe. Dann haben wir Palto. Finde ich auch sehr toll. Und was ich halt auch total irre finde, sind diese Kombinationen, die man damit machen kann. Ne? Dann haben wir Rosa Claro. Wenn die aufgetragen sind, also hier das Rosa Claro, das ist so ein bisschen unruhig. Ne? Kann man, glaube ich, sehen. Das sind die Magnetpigmente, die durch das Anhalten des Magneten sich aber dann verschieben, und wenn das ausgehärtet ist, dann wird das wieder glatt. Das ist total irre. So, jetzt kommt die zweite Schicht, die härte ich jetzt auch aus. Ich brauche meinen Magneten. Ach, jetzt ist der schon wieder festgeklebt da. Der klebt überall fest. Voll schlimm. So, ich mache das aber. Ich mache jetzt den Magneten mit dem runden Teil, aber ich zeige euch, ja, ich zeige erstmal das Gerade. Diesen eckigen Magneten. Dranhalten. Und man kann eigentlich schon sehen, wie es sich verändert durch das Dranhalten des Magneten. Dann habe ich den Effekt. Und den kann ich hier auf die Seite auch nochmal dran halten. Muss natürlich aufpassen, dass man sich das nicht versaut. Finde ich auch sehr schön. Und dann kommen halt diese Glitzerpartikel richtig raus. Wenn ich aber, ne, jetzt mache ich die Magnetpigmente wieder in die ursprüngliche Ausgangsposition. Und dann kann ich mit dem runden Magneten, was ich jetzt persönlich viel schöner finde, solche Effekte erzielen. Die finde ich mega. Zack.
Das finde ich toll. Und dann muss ich das aber sofort aushärten. Und jetzt muss ich aufpassen. Ich werde jetzt immer im Wechsel arbeiten. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier die richtige Farbe immer nehme. Und immer schön vor der Kamera bleiben. Man bräuchte da eigentlich noch ein paar Augen. Hinten. Ne, nicht hinten an der Seite. Ich bräuchte an der Seite Augen. So. Ich mache erstmal wieder schräg, damit ihr seht, wie es aussieht, wenn es schräg ist. So. Das ist schräg. Sehr schön. Oh, das sieht eigentlich auch cool aus. Und wenn ich jetzt, ich guck mal, wie es aussieht, wenn ich es jetzt hier unten nochmal bewege. Nee, eigentlich hat der schräge, obwohl, boah, das sieht doch geil aus. Ist schon cool. Oh, das härte ich jetzt mal aus. Oh, da bin ich ans Lila gekommen. Ich muss wieder sauber machen, meinen wieder dran machen. So, jetzt kommt, was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Azul. Azul fand ich total klasse, hatte ich ja bei Judith ganz gerade gemacht. Nein, ich habe beides gemacht bei Judith. Ich habe zwei Finger, glaube ich, mit dem runden Magneten gearbeitet und zwei mit dem runden hier. Aber das ist auch sehr schön, sehr schön. Dranhalten, dranhalten. Man kann richtig sehen, wie sich die Magnete da immer mehr verändern. Total geil. Zack. Das ist Azul. Schnell in die Lampe. Ich darf jetzt nicht durcheinander kommen hier. So, jetzt kommt La Luz de Oro. La Luz de Oro ist eine helle Farbe. Muss ich ganz, ganz sauber, meinen Pinsel. Da wird natürlich dieser runde Magnet nicht so gesehen. Da werde ich auf jeden Fall die schräge Seite dran halten. Und ihr müsst das möglichst lange dran halten. Also mein Chemiker sagt auf jeden Fall 10 bis 20 Sekunden. Okay, so lange halte ich es jetzt eigentlich nicht dran. Aber ne, man kann es sehen, es ist ganz zart, aber man kann es sehen. Und deswegen wird das jetzt gehärtet. Jetzt kommt Anthracita. Das finde ich auch mega. Da habe ich jetzt aber bis jetzt nur einen Strich mitgemacht. Das zeige ich euch. Und dann gucke ich mir mal an. Ne, ich mache das andersrum. Halte jetzt erstmal das Runde da dran und dann mache ich das wieder zurück. Weil das mit dem Strich finde ich nämlich total klasse. Und das sieht aus, als wenn der so einen Sternenhimmel hat. Wenn das freigelegt ist hier. Da. Seht ihr? Das ist so richtig freigelegt. Aber was ich richtig klasse finde, ist so ein länglicher Streifen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das hier auf diesen... Das finde ich geil. Das muss man natürlich auch mal ordentlich dran halten. Ich mache das jetzt nochmal von vorne, so dass ich da auch was sehe. Das ist auch cool. Das sieht dann aus, als wenn das so hochgezogen ist. Hammer. Also ich gehe gerade so richtig steil. Geil, oder? Hammer. Und dann ist an der Seite, weil Veronika hatte mich nämlich gefragt, ob ich einen Schwarz habe und habe ich gesagt, das kommt, das kommt, das kommt. Und dann kam das und dann sah das aber erst total grau aus. Also es ist ja mehr so ein Anthrazit. Aber es kommt dann durch den Magneten, kommt dann das Schwarz an der Seite einfach raus. So, jetzt haben wir Pardo. Pardo. Oder Pardo. Corazon. Pardo. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich mache erstmal schräg. Da habe ich es schräg. Dann
mache ich mal mit dem runden. Finde ich auch richtig schön. Und ich schiebe das so ein bisschen nach von unten zur Mitte. Ich finde, bei Pardo sieht es am schönsten aus, wenn der schräge Strich ist. Strich. Das reicht eigentlich. Was haben wir jetzt? Jetzt kommt... Rojo, finde ich mega. Also das wird auf jeden Fall meine nächste Farbe. Die kriege ich auf meine Nägel, das steht schon mal fest. Die kam, die habe ich aufgemacht und habe gedacht, ja, das ist meine Farbe. Aber das ist mal so richtig meine Farbe. Die passt zu meiner Haarfarbe, die passt zu meinen Nägeln, die passt zu meinem Gemüt. Die ist einfach nur geil. So, da mache ich jetzt mal hier doppelt. Ich mache jetzt mal einfach hier, da ist das Ding im Weg. Einmal schräg und dann mache ich in dem unteren Teil, hätte ich eigentlich sofort machen können, wa? So, das ist schräg, dann schiebe ich das hier zur Seite, dürfte auch nicht zu schnell wieder wegnehmen, weil wenn man das zu schnell wegnimmt, dann geht der Effekt verloren. Oh, ist das eine geile Farbe. Hammer, oder? Das muss ich jetzt sofort hier reinmachen. Bin ich hier dran gekommen? Hoffe nicht. Letzte Farbe, Rosa Claro. Die ist halt sehr zart. Aber habt ihr gesehen hier, die Oberfläche hat sich jetzt hier schon ziemlich geglättet. Alleine nur durchs Härten. So. Jetzt halte ich wieder meinen Schrägen mal hier dran. 21, 22, 23. Unten noch mal ein, also man kann es sehen, aber es ist halt sehr zart, sehr zart. Aber es soll ja so sein. Sehr schön. So, oh, jetzt habe ich schon wieder. Ich lege immer diesen blöden Magneten da rechts rüber. Ich habe hier so eine Magnetplatte drunter, damit ich meinen Tisch nicht einsaue. So. Mal meine Dinger wieder sauber. Das ist übrigens mit ein Grund, warum Farben aus dem Pott laufen, wenn nämlich da oben die Gewinde versaut sind. Und bei uns im Studio gibt es jetzt richtig Ärger, wenn da irgendeiner, das haben wir alle so beschlossen, wenn da einer die Pötte versaut. Ich kann das ja auch, aber ich mache es ja wieder sauber. So, Rot war sauber. Achso, ich wollte ja noch ein paar Kombinationen machen, deswegen mal eben hier mal wieder nach Nummern sortieren. 43, 47. Da. So, die kommen jetzt alle raus. Welchen habe ich denn zuletzt gemacht? Den. Die versiegel ich jetzt einmal mit Top & Go. Hier, unseren neuen Top & Go. Der hat keinen Blaustich. Der ist auf jeden Fall absolut farbecht. Alles, was ihr an Versieglern habt. Okay, der Unisealer, der hat auch einen Blaustich, aber der hat auch keine Leuchtpigmente da drin. Ach, ist das schön. Ich gehe ja immer steil, ne? Ich habe ja auch mir einen neuen Evolution aufgemacht. Und irgendwie kriegt jede Kundin jetzt im Moment von mir zu hören, so, boah, habe ich schon gesagt, dass ich einen geilen neuen Pinsel habe? Es ist ja so, die Pinsel sind ja alle handgemacht von meinem Pinselmacher. Und jedes Haar, was in jedem Pinsel steckt, ist natürlich nicht dasselbe. Denn es ist ein Kunsthaar, aber das ist auch nicht dasselbe. Es ist höchstens das Gleiche.
Und die Rotmarderpinsel, Rotmarder-Haarpinsel, die haben auch immer Qualitätsunterschiede. Man hat Pinsel, also ich habe immer Pinsel, mit denen ich halt arbeite und dann, oder mit denen ich gerne arbeite, und ich liebe meine Pinsel über alles. Und manchmal hat man einen dabei, das ist so ein Sechser im Lotto. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ich habe diesen Pinsel geöffnet, ich habe den alten Pinsel weggehängt und habe gedacht, so, der alte Pinsel, der bleibt jetzt noch für Glitzer, damit ich mir den neuen nicht versaue. Das war der 8er Evolution. Ist das die richtige Seite? Ja. Und habe dann angefangen, die erste Pink and White zu machen. Und am zweiten Finger habe ich den alten Pinsel genommen und habe ihn direkt weggeschmissen. Ich habe ihn noch nicht mal für irgendetwas anderes genommen. Also entweder habe ich den zu lange aufgehabt oder ich habe es vergessen, dass er gut war. Aber ich glaube, es ist einfach der Evolution, den ich jetzt im Moment habe. Das ist ein Sechser im Lotto. Dieses Teil ist dermaßen geil. Und deswegen kriegt jetzt jede Kundin von mir zu hören, habe ich dir schon erzählt, dass ich einen geilen neuen Pinsel habe? Was ich für einen tollen Pinsel habe. Und die lachen sich alle kaputt. So, und ihr seht, ich kann wunderbar mit dem Top and Go die Farben versiegeln. Der Top and Go muss 2 Minuten in LED oder 4 Minuten in UV gehärtet werden. Und danach bitte nicht drauf fassen. Der braucht immer noch eine Zeit, so 2-3 Minuten, bis der richtig klopffest ist. Also nicht klopffest, sondern bis der, wenn man da drauf fasst, dass man da keine matten Stellen mehr drauf hat. Der ist noch nicht fertig. Kann ich leider noch nicht rausholen. Kann ich auch noch was erzählen. Ich kann euch den ja mal zeigen. Oh. Ich kann euch den ja mal zeigen. Das ist mein neuer Evolution. Den habe ich schon direkt mit Steinen beklebt, weil ich gedacht habe, ach, der ist bestimmt gut. Und dann habe ich angefangen, damit zu modellieren. Und der ist einfach, der legt sich dermaßen hammermäßig um den Nagel. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin mittlerweile 10 Minuten schneller beim Pink and White. Das ist unfassbar. Ich finde, der Pinsel macht das alleine. Ich muss hier irgendwann mal eine Werbesendung drüber machen, weil ich meine Pinsel so liebe. Aber so ist es halt. So, die ist fertig. Kann ich rausholen? Machen wir mal weiter, ne? So, die kann ich jetzt runternehmen. Die lege ich jetzt. Die nächste ist auch fertig. Guck mal, das hat schon echt was gedauert. Kann man die eigentlich? Nee, die kann man jetzt gar nicht sehen. Falsche Richtung. So, die habe ich jetzt da oben. Die anderen sind auch fertig. Die lege ich jetzt daneben. Das sind unsere neuen Magnetgele. Und jetzt hole ich mal die One-Stroke-Gele. Das Weiß ist leider noch nicht da. Das kommt jetzt. Das sind die One-Stroke-Gele. Und da müsst ihr auf jeden Fall einen kurzen Lackierpinsel für nehmen. Keinen langen. Weil ihr diese Farben, die sind so dermaßen hochpigmentiert, weil wenn ihr die zu dick auftragt, ich habe schon ein Video fertig, Mazenta hat sie genommen, Katharina, die hat ja einen Refill bekommen, und ich fange aber jetzt mit den hellen an, weil mit dem Schwarz versaue ich mir nämlich, also muss ich den Pinsel erstmal wieder sauber machen. Ich nehme jetzt erstmal das Mauve. Die Namen haben Mazenta. Die haben griechische Namen dieses Mal bekommen. Die One-Stroke-Farben werden griechisch. So, und jetzt seht ihr mal hier,
wie dünn ich das da drauf kratzen muss. Wenn ihr das nicht macht, wird euch das nicht aushärten. Ich drücke jetzt so feste hier, dass mir hoffentlich nicht der Tipp von diesem Ding da, von diesem Moosding runterfällt. Guckt das an, ich habe jetzt die Farbe wirklich ganz nach unten durchgezogen. Das ist richtig drauf gekratzt und mega deckend. So, sauber machen, jetzt nehme ich den nächsten. Guck mal, wie wenig ich nehme. Und das trage ich jetzt hier auf. Also man muss wirklich aufpassen. Ist ja auch eigentlich One-Stroke-Gel, ne? Es ist ja eigentlich zum Malen. Ah, da drückt es. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe bis jetzt nur ein bisschen mit einem dünnen Pinsel damit gemalt. Ich habe noch gar keine One-Stroke damit gemacht. Ich kann es ja gleich mal ausprobieren. So, jetzt kommt das Schwarz. Also jetzt so langsam muss ich, glaube ich, überlegen, mir einen neuen kurzen Lackierpinsel zu nehmen. Guckt euch das mal an hier. Eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht. Also so ein mega geiles Schwarz habe ich noch nie gehabt. Da kommen die Color Culture eigentlich gar nicht mit. Also die normalen Color Culture, das, die 150, die Black, das Black, das ist der Kracher hier, oder? Ist das der Hammer? Mega. So, die härte ich jetzt aus. Die brauchen aber auf jeden Fall eine Minute zum Härten. Und dann will ich doch jetzt mal probieren. Nehme mir mal ein Stückchen von so einem Träger, von so einer Schablone. Und Brillenwechsel. Ich nehme jetzt einfach mal den kurzen Lackierpinsel. Oder soll ich den One-Stroke-Pinsel nehmen? Nee, ich nehme jetzt mal den hier. Zu viel. Nur eine Seite. Einarbeiten in den Pinsel. Jetzt eine Minute gelaufen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Toll. Total cool. Das finde ich ja geil. Komm da jetzt nicht so richtig dran hier. Müsste ich vielleicht mal einzeln in den Finger nehmen. Aber ich muss die ja noch versiegeln. Kommst du jetzt hier hin? Und das ist mit dem Lackierpinsel gemacht, ne? Das ist ja eigentlich unfassbar. So, jetzt nehme ich mal meinen neuen. Den wird es auf jeden Fall demnächst geben. Oh, scheiße. Ach, wer war denn da dran? Frau Müller. Kann nur Frau Müller gewesen sein. Nicht aufgepasst. Das ist mein Gel-Malpinsel. Dieser neue.
Der kommt. Malen kann man damit auch mit den Farben. Das war eigentlich so mein Hauptgrund, weshalb ich diese Wandsdruckfarben haben wollte, dass man da wirklich auch mal was mit malen kann. Man kann auch super den kurzen Pinsel dafür nehmen, den 3D-Gel-Pinsel. Wo man das ja jetzt eigentlich auch mit dem Monzo-Pinsel machen kann. Aber ich bin ja total begeistert von dieser Dichte. Von dieser Pigmentdichte, das ist total krass. Und ich freue mich noch auf das Weiß, das kommt ja noch. Unterwegs ist noch in Mache. Eine Spielerei. Ups. So. Einfach nur ein bisschen Spielerei. So, das hätte ich jetzt mal aus. Und dann versiegel ich das genauso. Und jetzt trage ich diese Wandsdruckgele, also das Schwarz zum Beispiel, mal drunter unter den Magnetgelen auf. Ups. Boah, ich bin einfach nur begeistert von dieser, aber seht ihr das, wie viel feste ich drücke? Von dieser Deckkraft. Das ist der Kracher. Hammer. Oh, jetzt habe ich natürlich wieder schwarz zuerst genommen, aber egal. Ich mache schwarz nochmal. So habe ich meinen. Ich muss wieder sauber machen hier.
So, ich mache jetzt erstmal das Anthrazit da drüber. Einfach um den Effekt, beziehungsweise ich muss das ja erstmal aushärten. Das ist fertig. Da kommt jetzt Versiegler drüber. Und jetzt werde ich mal sehen, wie sich das... Ne, warte mal, ich mache mal das Schräge. Wie das dann da unten rauskommt. Ist noch ein bisschen... brillanter. Ich mache es jetzt andersrum. Ich mache jetzt das Runde mal. Pinsel versaut. Schon irre, ne? So, der gehört dahin. Das sind die Originalen. Ich mach gleich, gehe nachher mit der Kamera mal so komplett drüber. So, und jetzt wollte ich mal was nehmen, da drüber machen. Das Rot. Genau. Moment, das war der hier. Das sind die One-Stroke-Farben. So, der ist ausgehärtet. Rot mache ich da jetzt drüber. Ich hatte das schon auf einem Pop gemacht, da habe ich aber, glaube ich, Rot drunter gemacht. Jetzt probiere ich das mal aus, wie das aussieht, wenn ich das Rot über Schwarz mache. Also ich hatte das Rot über das Anthrazit da gemacht. Das war auch richtig geil. Es ist dunkler darunter. Moment. Den mache ich da rein. Ich nehme jetzt mal einen hier, wo ich das Rot darunter auftrage und dann das Anthrazit da drüber mache. Dann seht ihr den Effekt mal andersrum. Warum saue ich immer hier meine Dinge ein? Schlimm, Frau Müller. So, die sind jetzt ausgehärtet. Da kommt jetzt Versiegler drüber.
Man sieht richtig hier, wie die Farben, so, das sieht aus wie gerissen darunter. Das finde ich ja mal geil. Das hier. Das sieht so richtig aus wie gerissen. Weil der Magnet die Farbe so über dem Schwarz hergeschoben hat. Das finde ich ja mal echt cool. So, hier habe ich jetzt das, was habe ich gesagt? Anthrazit, da mache ich da drüber, ne? Anthrazit, da ist hier. Das war nämlich auch richtig cool. Erstmal gucken, wie es schräg aussieht. Da kommt nämlich das Rot so durch. Und wenn ich das hier halte, da wo ich die Magnetpigmente weggeschoben habe, da kommt das Rot durch. Oh, jetzt habe ich so noch berührt. Frau Müller, nochmal. Und mein Magnet ist schon wieder festgeklebt. Ich mach's nochmal hier. Also wenn ihr das berührt, ist das scheiße, ne? Da. Jetzt kommt durch das Wegschieben der Pigmente, kommt das Rot richtig durch. Das finde ich irre. Das werde ich mal eben aus und dann zeige ich euch das, wie ich das mit dem, da habe ich das nämlich mit dem Schrägstrich gemacht. Ich hoffe, das kann man sehen. Das habe ich ja vorhin schon einmal so hinter die Hand gehalten. Da ist das so richtig, die Magnetpigmente haben sich in der Mitte zusammengezogen durch das Dranhalten und also der Strich zieht die Magnete, die Magnetpigmente quasi an, sodass die sich zentrieren und der hier, der schubst sie weg. Also der schubst die einfach von den Magneten weg. Also der schubst, der stößt sie ab und der zieht sie an. Ich bin jetzt fertig. Dumme Sprüche inklusive. Meine Pinsel muss ich noch sauber machen, damit mir die nicht verkleben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich Wunstdruck damit so ein bisschen mal geübt habe und da mal geguckt habe, was ich so mit den Sachen machen kann. Wenn das Weiß da ist, werde ich das auch mit dem Weiß machen. Ich werde jetzt komplett alle Tipps nochmal hier hinlegen. Ich werde die Farben dazulegen. So könnt ihr auch im Shop sehen, welche Farbe wohin gehört. Ich habe die geöffneten Töpfe schon fotografiert und die sind auch schon im Shop, aber ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, was es für Farben sind. So, ich habe das noch nicht versiegelt, ne? Das muss ich glaube ich noch machen. Diese versiegel ich und dann mache ich jetzt gleich noch zum Abschluss die Fotos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, jetzt gehe ich noch mal mit der Kamera direkt ganz nah ran. Da könnt ihr alle noch mal sehen. Hier sind die ganzen Mischtöne, die ich mit dem Rojo gemacht habe und dem Anthracita, Luz de la Oro, Rosa Claro, Pardo und da oben sind die Wunstdruckgele.